Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, und zwar vom Darks ironischen Kochstudio. Und ja, heute gibt es mal wirklich was ganz Neues, und zwar Spaghetti Bolognese. Ja, ich habe hier so eine Fertigpackung genommen, wie ihr seht. Ja, habe heute Mittag schon die Soße angerührt für die Bolognese mit diesen Fixdingern dort zwei Stück reingefeuert, weil die sind ja für 250 Gramm und ich habe aber ein halbes Kilo Hack hier, wie man sieht. Genau, gemischt das Ganze. Und ja, ich habe es natürlich mit Gewürzen übertrieben, weil ich der Meinung war, zwei solche Packen dort reinzuschmeißen und die Würzmischung von der Fertigpackung hier. Ja, was habe ich dann gemacht? Ich habe ganz eiskalt die Soße aufgeteilt, nochmal verdünnt, nochmal Tomatenmark rein. Jetzt geht's. Ich bin ja mal gespannt, wie sich dann das auf den Geschmack auswirkt. Ja, die andere Hälfte habe ich eingefroren erstmal, weil ich wollte, um sie wegzuschmeißen. Gut, habe es noch ein bisschen mit Oregano nachgewürzt, weil da fehlt ein bisschen Basilikum noch, aber die Würzmischung hier aus der linken Packung, die war natürlich zu heftig, dann noch einmal da rein zu feuern. Gut, ich würde sagen, ich koche jetzt erstmal die Spaghetti und dann sehen wir uns dann später wieder. So, da habe ich einen Topf mit Spaghetti gemacht, dadurch ordentlich Wasser und Salz ein bisschen rein. Das habe ich gerade festgestellt, dass mein Salz aus alles ist. Ja, ich weiß, Spaghetti bricht man normalerweise nicht, da wird es wieder mega reingeben, aber ich habe Hunger und im Spaghetti-Top dauert mir das einfach zu lange, wenn ich ihn überhaupt noch habe. Das ist die nächste Sache. So, gut, jetzt müssen wir warten, bis das Zeug durch ist und dann werden wir schon mal langsam aber sicher hier das Fleisch vorbereiten. Und zwar muss ich mal gucken, die empfehlen 2 Esslöffel Öl. Olivenöl ist mir zu grantig, da muss ich mal gucken, was ich da habe. Ansonsten muss ich das halt mit Margarine anbraten, weil Butter ist zwar noch da, aber im Gefrierfach. Ja, schauen wir mal. So, ja, ich habe noch ein bisschen Sonnenblumenöl gefunden, das habe ich ein bisschen reingekippt hier. Ist sogar noch haltbar, genau. Na, wie gesagt, Öl mit Öl brate ich ungern. Eher mit Butter oder Margarine. Gut, hier vorne tut sich schon was im Spaghetti-Top. Das Fleisch braucht noch eine Weile. Ich würde sagen, wir lassen das mal vor sich hinköcheln hier und dann, wenn das Fleisch soweit fertig ist, also ganz wichtig ist, ich habe das nämlich schon mal versaut gehabt. Ich habe das Bolognese-Zeug einmal an mit reingekippt. Das war eine blöde Idee. Das war dann ein Satz mit X in für die Tonne. Das hat gar nicht geschmeckt. Erst das Hack durchbraten, dann das Bolognese-Soße-Zeug rein. Genau, gut, ja, dann gucken wir mal, wie lange das hier braucht, und weiter sehen wir uns bei der Zubereitung von der Bolognese wieder. So, ja, Spaghetti sind fast durch, das Fleisch jetzt hinten gut aus. So, jetzt können wir mal gucken, ob ich das bewerkstelligen kann. Ich muss dann umrühren. Habe ich jetzt runtergedreht, die Soße rein. Ich glaube, da muss ich noch mal ein bisschen verdünnen, nachwürzen, also nachsoßen sozusagen. Das reicht jetzt nicht. Ja, dann muss ich mal die Kamera weglegen. So, Spaghetti sind fast fertig. Die muss ich dann gleich noch im Spaghetti-Sieb abgießen natürlich. Ja. Und ja, Bolognese bolognisiert vor sich hin. Ich habe natürlich wieder den Fehler gemacht, dass ich jetzt ein bisschen sehr wenig Soße hatte. Und das andere ist schon zu sehr reingefroren. Das ist jetzt blöd. Ja, ja, wie gesagt, Versuch macht klug. Ne? Und das ist ja immerhin das ironische Kochstudio. Das darf man nicht vergessen. So, das muss ich jetzt hinten noch ein bisschen aufkochen. Und wenn das dann erledigt ist, gibt es dann Happy Happy hier, genau. Wie das dann zum Schluss aussieht, zeige ich euch im Anschluss. Ja, liebe Leute, guckt mal, es ist fertig. So, ja, damit wir ein bisschen Epa-Feeling kriegen, habe ich hier aus der Spaghetti-Packung den komischen Käse genommen. Ich weiß, das kann man nicht Käse nennen, aber was soll's. Ne? So, jetzt gucke ich mal hier. Na, die Soße ist ein bisschen nicht so geworden, wie ich wollte. Aber das ist natürlich, wie gesagt, mein zweiter Versuch hier von dem ganzen Zeug. Aber im Groben und Ganzen muss ich mal sagen, da ich ja eigentlich ein miserabler Koch bin, deswegen ist es ja das ironische Kochstudio, ist das Zeug relativ gut geworden. So, mal kosten, wie das Zeug schmeckt. Der Käse schmeckt nicht so danach. Den werde ich bei der nächsten Portion weglassen. Fleisch ist durch. Ja, es kommen die Gewürze gerade mehr zur Geltung, so ich. Aber ansonsten muss ich mal sagen, von meinem zweiten Versuch ist es essbar. Ja, würde ich behaupten wollen. Das ist der Rest vom Schützenfest. Ja, das erste Mal, dass ich Essen aufgegessen habe, weil
Das zweite Mal oder das dritte Mal, keine Ahnung. Ja, nehmt kein Sonnenblumenöl. Das ist fettig und ja, naja. Ich habe zum Anbräunen den Tipp gekriegt, Rapsöl soll wohl ganz gut sein. Ja, das nächste Mal mal schauen. Also definitiv zum Anbräunen wieder mal Margarine oder Butter. Oder halt mal Rapsöl probieren, aber Sonnenblumenöl nicht. Das ist einfach zu fettig. Ich meine, hätte ich jetzt Weißbrot, würde ich das vielleicht noch reinziehen mir, beziehungsweise dann noch, ist dann noch die Kiefersache, also langsam wieder anfangen. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich bin halt kein Koch, ne? Ich muss ja nicht alles können. Wie gesagt, das ist ja Ironie mit dabei. Aber ja, das soll es jetzt gewesen sein. Danke fürs Zuschauen, danke an alle Abonnenten. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.